Hey Leute, willkommen wieder bei Bernd Meister und ja, heute geht's um ein kleines Review-Video zu Final Fantasy 13 in der PlayStation 3-Version. Ja, ich habe ja schon mal angekündigt, dass ich das gerade spiele und dazu dann ein kleines Review machen möchte und ja, jetzt ist es soweit. Ich habe beschlossen, dass ich damit jetzt aufhöre zu spielen, da ich da jetzt 135 Stunden investiert habe und ja, ich habe jetzt keine Lust mehr weiterzuspielen. Ich habe es durchgespielt, ich müsste nur noch ein paar Nebensachen machen, aber ja, ich habe jetzt nicht mehr so die Lust dazu, also lasse ich das einfach weg. Womit fange ich denn an? Zur Story. Story ist meiner Meinung nach sehr verwirrend, da die Namen für die ganzen Sachen, die es da gibt, ja, ich weiß nicht, ob ich unpassend genommen sagen soll. Auf jeden Fall finde ich, man kann sie sich nicht so gut merken. Also ich weiß zum Beispiel nicht mal mehr, wie der letzte Boss heißt. Ich habe seinen Namen voll vergessen. Ja, also worum geht die Story? Es gibt diese Charaktere Lightning, Hope, Snow, Daniel, Fang, Zaz. Und nach, ja, verknüpfen sich ihre Schicksale, alle treffen sich halt, werden Freunde und beschließen, die Welt zu retten. Wie immer halt. Und es gibt sozusagen zwei Welten. Einmal die, wo alles mehr so um Stadt ist und viele Leute und Städte und sowas. Und dann gibt es den Ort, wo eher Monster noch sind, alles Wildnis und Wald und so. Und ja. Es geht darum, dass die beiden irgendwie so ein bisschen Krieg haben. Die einen mögen die anderen nicht. Keine Ahnung. Und ja, dann gibt es diese Falsi. Das sind so die Ö Oberbösen irgendwie, die so da alles kontrollieren. Und irgendwie legen die sich dann mit so einem an. Allerdings haben sie dann das Pech, dass sie alle Lessie werden. Das bedeutet, sie haben am Arm dieses komische, ja, Zeichen und bekommen eine Bestimmung. Wenn sie diese Bestimmung nicht innerhalb einer bestimmten Zeit erfüllen, ja, werden sie Monster und das war's. Und wenn sie es schaffen, werden sie Kristall und erlangen ewiges Leben. Also, ja, beides irgendwie scheiße. Ja, nachdem das passiert ist, überlegen sie, was sie machen sollen und sind sich immer nicht so sicher. Wollen die eine Freundin retten, die zu Kristall geworden ist? Wollen ihr Zeichen loswerden? Wollen, ja, dass da wieder kein Krieg ist und alle in Frieden sind? Und überlegen die ganze Zeit eigentlich, wie sie das machen sollen. Und ja, laufen halt da durch die Welt rum. Und ja, und ab und zu gibt es dann immer diese Momente, wo ein Charakter dann ein bisschen daran zweifelt, dass das alles so klappen wird. Dann kommt seine Esper raus durch das Lessie-Ding, weil, ja, dadurch können sie Magie anwenden und auch Aufrufe beschwören. Jeder hat einen eigenen. Lightning hat zum Beispiel Odin, Snow hat Shiva und ja, so geht's weiter. Was ich sagen muss, Fang hat ja Bahamut und ich muss sagen, ich finde diesen Bahamut hier gar nicht so schlecht. Ich mag ihn, glaube ich, sogar mehr als den in FF10, aber ich finde ihn trotzdem wieder ein bisschen doof, weil das sieht doch nicht aus wie ein Drache. Das ist doch eine, keine Ahnung. Ja, was gibt's noch zu sagen? Ja, Story fand ich eigentlich ganz cool. Es gab auch viele Wendungen. Ja, interessant gemacht und ja, gefällt mir. Dann was mal kurz zur Grafik. Die Grafik ist sensationell, muss ich sagen. Sie ist echt verdammt gut. Ich bin zwar nicht so der Grafikfreak irgendwas, dass ich unbedingt gute Grafik brauche, aber hier ist sie echt gut gemacht, finde ich. Also kann ich nur sagen, gut gemacht, Square. Ja, das war die Grafik. Sound. Musik ist diesmal ja, soweit ich weiß, nicht mehr von dem, der die sonst gemacht hat. Der ist ja jetzt ausgestiegen und ja, macht was anderes. Allerdings ist die Musik trotzdem nicht schlecht, muss ich sagen. Ich finde sie eigentlich ganz gut gelungen. Und die Kampfmusik ist eigentlich auch ganz cool, nur irgendwie nach einer ganzen Weile, wenn man die immer wieder hört, dann ja, stört die einen ein bisschen, muss ich sagen, aber sonst ist eigentlich voll okay. Dann was zum Gameplay. Es gibt ja viele, die sagen, dieses Spiel ist ein bisschen doof, weil man halt eine ganze Weile nur geradeaus sozusagen läuft. Also man hat nur einen Weg und man kann nicht viel machen, keine Nebenmission und nichts halt irgendwie. Und ich muss sagen, ich finde das gar nicht so schlecht eigentlich, weil ich mag keine Spiele, die zu Open World sind, weil dann, ja, dann verlaufe ich mich und ich will mal alles versuchen zu finden und dann dauert es ja Jahre, bis ich da alles abgesucht habe und keine Ahnung und ich will alles gesehen haben und so. Deswegen finde ich es gar nicht so schlecht, dass es so ist. Aber ab Kapitel 11 wird es alles ein bisschen mehr Open World. Du hast ein paar Nebenmissionen. Ja, du kannst ein bisschen mehr trainieren, hast eine große Fläche ein bisschen zum Erkunden. Also, ja, ab da geht's eigentlich.
Und am Ende kann man dann zum Beispiel auch nochmal da, wo Kapitel 11 ist, da auch nochmal hin. Also ab da, die ganzen Orte, die ab da kommen, die kannst du eigentlich eh dann nochmal besuchen. Kannst da trainieren, die ganzen Nebenmissionen machen und ja, ist eigentlich ganz cool. Dann was nochmal zum Gameplay wegen Thema Leveln. Es gibt keine Level, es gibt nur ein Kristarium. Das bedeutet, ja, okay, ich mach's mal anders. Es gibt ein Kristarium und Paradigmen. Das bedeutet, jeder Charakter kann entscheiden, ob er Brecher, Verheerer, Verteidiger, Argumentor, irgendwie so, Manipulator oder noch irgendwas, glaube ich, sein will. Und du musst halt immer einstellen, wer was macht. Und du hast immer drei Charaktere im Kampf. Du steuerst aber nur einen. Die anderen werden dann automatisch gesteuert, egal was du denn halt einstellst. Brecher, Verheerer, wie auch immer. Brecher zum Beispiel greift nur eigentlich physisch an, also halt mit Schwert oder was auch immer. Verheerer zum Beispiel so, dass er mit magischen Angriffen angreift, also er macht doch Eis, Feuerzauber oder mal Eisschlag oder sowas halt. Und das ist zum Beispiel ganz praktisch im Kampf, weil wenn du einen die ganze Zeit nur mit Brecher attackierst, verliert er eigentlich am meisten. Allerdings steigt dadurch nicht so sein, er hat oben so eine Leiste und Prozente halt Schaden. Und ja, du musst halt, am besten ist es immer, du triffst sie ganz oft mit Verheerer, weil dadurch geht der Balken viel mehr hoch. Und ab und zu ein Brecher, der kurz mal angreift, damit der Balken auch nicht gleich so ganz schnell wieder runter geht, dann hält er sich immer so ein bisschen. Und wenn du schaffst, einen Balken oben voll zu kriegen bei einem Gegner, dann ist er halt, ja, wie hieß das? Ja, habe ich ja schon wieder gerade vergessen, aber er ist in so einem Zustand, wo viel, viel mehr verliert und dann kannst du richtig angreifen und dann verliert er ganz viel. Ach ja, genau, Heiler gab es noch, das habe ich vergessen. Es ist immer so, du kannst dir drei verschiedene Paradigmen-Sachen einstellen, zum Beispiel, ja, einer ist Brecher, einer ist Verheerer, einer ist Heiler. Einer ist Brecher, einer ist Verheerer, einer ist Verheerer. Und dann zum Beispiel drei Brecher. So, drei Sachen hast du dir eingestellt. Und im Kampf kannst du dann immer durch Drücken der L1-Taste ganz schnell wechseln, welches davon du gerade aktiviert haben willst. Also musst du halt angreifen und wenn du dann siehst, oh, der eine muss mal geheilt werden, dann änderst du schnell auf Heiler und schon wird er geheilt. Ja, das finde ich eigentlich ganz cool, das System. Gefällt mir. Am Anfang war es vielleicht noch ein bisschen kompliziert, aber irgendwann kommt man damit gut klar und keine Probleme. Man muss auch immer gucken, bei welchen Gegnern man was macht, weil manche brauchen halt, ja, ein bisschen was anderes als andere. Es gibt zum Beispiel Gegner, die auch anfällig sind gegen Manipulator, weil da kannst du den Gegner langsamer machen, Verteidigung schwächen und so weiter. Und das musst du bei manchen auch machen, das ist ganz gut. Augmentor ist, dass du zum Beispiel deine Fähigkeiten hochmachen kannst. Du bist dann Hast und im Hastmodus, du hast Protes auf dich und so weiter. Muss man halt immer gucken, wie man das macht. Das ist von Gegner zu Gegner unterschiedlich. Ja, was gibt's noch zu sagen? Ja, ich könnte noch was sagen zu den Läden und Einkaufsmöglichkeiten. Es gibt hier nämlich keine wirklichen Läden. Es gibt auch keine Stadt, wo du ja mal pennen gehen kannst, weil nach dem Kampf bist du eh wieder voll. Und ja, es ist halt so, dass du ab und zu so einen Speicherplatz hast, so einen kleinen Computer, sage ich mal, sieht es aus. Und da kannst du einkaufen gehen. Da gibt es dann immer so ein paar Shops. Aber ich habe eigentlich, heilungstechnisch habe ich eigentlich nie was gekauft. Keine Ahnung. Und ja, dann gibt es dann noch Waffen zu kaufen. Ich muss sagen, ich habe das Waffen-Auf-Level-System erst überhaupt nicht verstanden. Und erst als ich durch hatte, habe ich es verstanden. Na, toll. Hat mir viel gebracht. Ja, das ist halt, du hast eine Waffe. Zum Beispiel hat Lightning da ihr Schwert. Dann musst du, von Gegnern bekommst du ja solche Gegenstände wie, Schleim oder keine Ahnung, irgendwie sowas. Kommt halt immer auf den Gegner an. Und das kannst du in deine Waffe einbauen. Damit wird sie stärker. Und das ging nur bis Level 10 oder 15 und dann stand da Max und dann dachte ich, toll, das war's. Toll. Ja, aber dann habe ich erst erfahren, es gibt dann noch ein paar bestimmte Gegenstände. Wenn du die dann benutzt, dann kannst du die Waffen noch mehr verbessern und kannst sie noch auf Level 60 und dann musst du sie nochmal was Bestimmtes benutzen, damit du die auf Level 100 bringen kannst und so. Und ja, das habe ich dann erst verstanden und habe das dann noch versucht anzugehen und ja, dauert sehr lange. Da du auch viel Geld brauchst und sowas auch kaufen musst. Und Geld bekommt man im Spiel übrigens nicht von Gegnern, sondern du musst Gegenstände, die du bekommst, verkaufen oder halt in Kisten, da ist auch manchmal Geld drin und ja, das brauchst du dann eigentlich. Ich habe jetzt relativ gute Waffen, aber noch nicht die besten, sage ich mal, aber ich habe jetzt einfach keine Lust mehr, das zu machen, weil ich muss dann Gegner, der
der dauert immer so lange und der hat 1% Chance, mir diesen Gegenstand zu geben, den ich brauche. Also da ich jetzt echt gerade keinen Nerv für das zu machen. Also ja, ist das jetzt erstmal egal. Nebenmissionen habe ich sonst fast alle gemacht. Und ja, sonst gibt es sonst noch was zu sagen? Habe ich irgendwas vergessen? Also ich glaube nicht. Ich würde noch sagen, ich kann das Spiel weiterempfehlen. Ich fand es sehr gut, macht mir richtig viel Spaß. Und ich bin froh, das gekauft zu haben, auch wenn ich am Anfang ein bisschen skeptisch war. Aber ja, kann ich echt nur empfehlen. Gutes PS3-Spiel und ist auch mal ein gutes Rollenspiel. Gibt ja immer nicht so viele Rollenspiele irgendwie. Keine Ahnung warum. So, das war mein kleines Review zu Final Fantasy 13. Es war zwar kein wirkliches Review, sondern eher so ein kleines Fazit von mir, aber na gut. Ja, also ich kann es empfehlen. Ich mag's und ja. Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Euer Benne Meister.